Wie sagt man so schön? Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Und mit der Attraktivität ist das nicht anders. Wir empfinden doch ganz unterschiedliche Dinge als attraktiv. Und das ist auch gut so. Aber trotzdem gibt es eine Menge Menschen, die sich etwas schwer damit tun, als attraktiv wahrgenommen zu werden. Und dagegen könnte man einiges tun. Ganz, ganz einfach. Deshalb bekommt ihr von mir hier eine große Handvoll Tipps, mit denen ihr immer und von allen als attraktiv wahrgenommen werden könnt. Wenn ihr die Fehler, die ich euch jetzt nennen werde, vermeidet, dann kann ich euch sagen, wird eure Attraktivität immens steigen. Und an alle, die sie sowieso schon vermeiden, herzlichen Glückwunsch. Es sind Kleinigkeiten, die ganz viel ausmachen. Möglichkeit Nummer 1, attraktiver auszusehen. Ihr könnt die tollste Kleidung tragen, die schönste Frisur haben, das beste Make-up und den teuersten Schmuck umhängen. Wenn eure Mundwinkel hängen, dann relativiert das einfach alles. Deshalb vermeidet Fehler Nummer 1 hängende Mundwinkel. Das ist vielen gar nicht bewusst, aber hängende Mundwinkel reduzieren die Attraktivität sofort und wirken total negativ. Mein Tipp: Achtet im Alltag ein bisschen mehr darauf, zwischenrein immer mal wieder eure Mundwinkel anzuheben und ihr werdet sehen, das erhöht eure positive Ausstrahlung immens. Und wie ich euch schon mal berichtet habe, ist es sogar wissenschaftlich erwiesen, dass ein Lächeln positive Rückwirkungen auf das eigene Wohlbefinden haben kann. Denn beim Lächeln schaltet das Gehirn automatisch auf glücklich und glaubt tatsächlich, zufriedener zu sein. Letztendlich ist das ja ein Kreislauf. Ihr schenkt anderen ein Lächeln, macht sie dadurch glücklicher und euch selbst auch. Eine super Win-Win-Situation. Und wenn es mal schwerfällt mit dem Lächeln, dann habe ich in meiner Zauberkiste noch einen Trick, wie ihr euch Happy Lips schminken könnt. Das erfahrt ihr in diesem Video. Da erkläre ich verschiedene Techniken, mit denen ihr euren Gesichtsausdruck verändern könnt und euch einen schönen Lippenausdruck ins Gesicht zaubern könnt. Nummer 2. Der Trend ist häufig nicht dein Friend. Und zwar insbesondere in puncto Make-up. Will heißen, wer jeden Trend mitmacht, jeden Farbtrend, jeden Formtrend, ohne zu wissen, ob das zum eigenen Gesicht oder zum eigenen Style überhaupt passt, der kann ganz schnell unattraktiv und schlimmstenfalls lächerlich aussehen. In jungen Jahren mögen so kleine Fehlgriffe ja manchmal als Spaß haben oder Ausprobieren abgebucht werden. Aber spätestens ab Mitte 20 und ganz sicher ab den 40ern kann das ganz schnell in die Hose gehen. Also den Eyeshadow in grellen Farben passend zur Kleidung zu wählen, das funktioniert vielleicht auf den Catwalks dieser Welt, aber nicht im Alltagsleben. Und dennoch gibt es natürlich ganz niedliche Trends. Also ich mag ganz besonders diesen Trend der aufgemalten Sommersprossen. Das heißt aber nicht, dass er etwas für mich und mein Alter sein muss. Ich habe ihn trotzdem mal ausprobiert. Aber ich möchte euch insgesamt warnen, dass ihr nicht immer in die Trendfalle tappt. Also es gibt ja auf Social Media viele Videos mit Make-up-Anleitungen. Aber was im Video schön aussieht, muss nicht unbedingt auf den Alltag übertragbar sein und einen attraktiver machen. Ich will damit sagen, lasst euch nicht verführen und zu Fehlkäufen animieren. Ist uns alles schon passiert. Nächster Punkt. Nummer 3. Thema Zähne. Also ohne geht es ja nicht. Und sie spielen eine große Rolle im Hinblick auf den Attraktivitätsfaktor einer Person. Sie sollten gepflegt und natürlich nicht dunkel sein. Das heißt aber nicht, dass ich einen dicken, weißen Gartenzaun im Mund bevorzugen würde. Und wir wissen auch alle, dass kleine Unregelmäßigkeiten ganz besonders charmant aussehen können. Zum Beispiel so ein, wie ich finde, sehr, sehr süßes Diastema, also diese obere, mittlere Zahnlücke, die ja mittlerweile auch in der Beauty- und Fashionwelt großen Einzug gehalten hat. Aber bitte, lebt diesen Trend nicht so, dass ihr euch solche Unregelmäßigkeiten extra schleifen lasst. Eine gute Mundhygiene, regelmäßige zahnärztliche Kontrollen und gegebenenfalls professionelle Zahnreinigungen tragen zum langen Erhalt gesunder und schöner Zähne bei. Und wenn gravierende Fehlstellungen bestehen, dann ist es natürlich sinnvoll, nicht nur für die Schönheit, sondern vor allem für die Gesundheit, eine kieferorthopädische Behandlung zu bekommen. Und die Quintessenz: gepflegte Zähne erhöhen das Selbstbewusstsein und ein schönes, strahlendes Lachen macht sofort attraktiver. Attraktivitätseinbuße Nummer 4. Schlechte Körpergerüche. Also, da kann die Attraktivität schon mal gleich gen Null sinken, wenn jemand schlecht riecht, obwohl sie oder er ansonsten ganz attraktiv sind. Es gibt viele Möglichkeiten, von Kopf bis Fuß. Und wir haben doch schon alle mal Leute erlebt mit ranzigem Talggeruch der Haare oder Mundgeruch oder schlechtem Achselschweißgeruch oder stinkenden Füßen.
Dabei ist die Sache so einfach, mit Hygienemaßnahmen aus der Welt zu räumen. Regelmäßig duschen, Zähne putzen, Zahnseide benutzen, gegebenenfalls auch einen Zungenschaber. Das ist doch alles gar nicht so schwierig. Und auch wenn wir uns das schlecht vorstellen können, so gibt es doch einige Menschen, die das selber gar nicht bemerken. Da seid ihr nun gefragt. Wenn ihr Leute in eurer Umgebung habt, die sich öfter mal in so einer Schlecht-Riech-Situation befinden, dann ist es ein echter Freundschaftsdienst, sie darauf aufmerksam zu machen, auch wenn uns das wirklich Überwindung kostet. Denn für diese Personen ist es sehr, sehr hilfreich und kann ihr Leben deutlich verbessern. Thema Nummer 5, Haare. Gleich vorab, sie sollten immer an der richtigen Stelle und gewaschen sein. Das ist ein Riesenspielfeld für Attraktivitätseinbußen und fängt an mit fettigen, ungewaschenen Haaren, die sofort unattraktiv aussehen, geht weiter über sichtbare Extension-Klebestellen. Also natürlich hat nicht jeder schönes, dichtes Haar von Natur aus, aber wenn ihr euch für Extensions entscheidet, dann vermeidet sichtbare Klebestellen. Hierfür ist es wichtig, sie in regelmäßigen Abständen aufarbeiten zu lassen. Ein weiterer Attraktivitätseinbußenfaktor ist, zu lange bis zum nächsten Friseurbesuch zu warten, wenn die Haare schon ausgedünnt, fisselig und splissig werden. Also selbst bei sehr dünnem Haar kann man mit regelmäßigen Friseur-Updates und Spitzenschneiden noch eine Menge herausreißen. Vermeidet auch overstyled hair, zumindest im Alltag. Also die Haare zu sehr geschniegelt und jede Strähne mit Haarspray angelegt, gesleekt, gepanzert. Das kann im Alltag sehr schnell unattraktiv und zu bemüht wenig lässig gestylt aussehen. Auch die Wimpern gehören ja zu den Haaren und alle möchten natürlich schöne, lange Wimpern haben. Das ist ja verständlich. Aber dicke, angeklebte Wimpernteppiche, die puppenartig auf dem Blick lasten, sind selten vorteilhaft und können schnell unattraktiv wirken. Also too much ist selten vorteilhaft. Und bedenkt bitte, dass so dicke Wimpernteppiche auch Schatten auf die Augen werfen. Sie wirken dadurch kleiner und weiter nach hinten versetzt. Und was ja häufig vergessen wird, das sind Ohren- und Nasenhaare, besonders bei Männern. Mein Tipp, checkt einmal pro Woche im Vergrößerungsspiegel eure Nasen- und Ohrenlöcher und zupft die Haare weg. Denn wenn euer Gegenüber das erst beim Date bemerkt, dann ist es vielleicht schon zu spät. Es sei denn, die Anziehungskraft ist größer als der unerwünschte Haarwuchs. Thema Nummer 6. Hände und Füße im Attraktivitätscheck. Also über die Länge der Fingernägel, da lässt sich ja streiten. Ich zum Beispiel mag gerne kurz gehaltene Nägel, weil ich es hygienischer, alltagstauglicher und moderner finde. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Was allerdings allgemein als ungepflegt wahrgenommen wird, das sind zu lange Fußnägel und abgesplitterter Nagellack. Mein Tipp, es muss nicht immer ein aufwendiges Nagelstyling sein, vor allem wenn man das zeitlich gar nicht aufrechterhalten kann. Gepflegte Naturnägel, schön poliert und mit einem hellen oder klaren Lack überzogen, kommen immer gut an und bergen nicht das Risiko von Absplittern oder sichtbaren herausgewachsenen Bereichen. Übrigens habe ich euch auch schon ein Video über Anti-Aging-Tricks bei Händen und die Pflege von Händen gedreht. Ach ja, und noch ein weiterer echter Attraktivitäts-Abtörner ist verdickte Hornhaut, womöglich noch mit Einrissen. Und das sehe ich gleichermaßen bei Frauen und bei Männern. Da nützt auch das schönste Schuhwerk nichts. Mein Tipp, regelmäßige Fußpeelings und die Hornhaut zum Beispiel mit einem Bimsstein oder einem Hornhauthobel abtragen. Dann eine Bodylotion darüber und um das Ganze zu toppen, könnt ihr abends auch nochmal eine dicke Cremeschicht auf die Füße geben, Cozy Socks drüber und ab ins Bett. Also auch wenn manche meinen, ihre Füße im Winter verbergen zu können, so rate ich doch zur ganzjährigen Pflege, damit der schöne Zustand auch dauerhaft erhalten wird. Punkt Nummer 7, der Attraktivitätseinbußen. Übertriebene Schönheitseingriffe. Klaro, wir wollen alle schön und attraktiv sein bis ins hohe Alter. Und es ist auch legitim, da ein bisschen nachzuhelfen. Ich habe euch übrigens schon Videos gedreht, zum Beispiel zu Botox, Fillern, also Hyaluronsäure oder auch Peelings und so weiter. Nun, wir freuen uns doch auch alle, wenn wir so ein, zwei Jährchen jünger geschätzt werden, ab einem bestimmten Alter. Problematisch wird es erst dann, wenn jemand nicht mehr lachen kann, wenn sich die Gesichtszüge verschoben haben, geradezu grotesk, und das passiert, wenn das Maß verloren geht. Das wird dann eben nicht mehr von der Gesellschaft als attraktiv wahrgenommen. Und natürlich ist hier auch die Wahl der richtigen Ärztin oder des richtigen Arztes eklatant wichtig. Dafür habe ich euch bereits ein Video gedreht, damit ihr eine Checkliste bekommt, wie ihr genau erkennen könnt, ob es sich um die richtigen Ärzte für eure Behandlung handelt. Punkt Nummer 8.
Ganz wichtig, für oder gegen Attraktivitätseinbußen, die Körperhaltung. Attraktivität hat ja auch viel mit Dynamik zu tun, die wir ausstrahlen, und zwar meistens unbewusst. Deshalb lasst uns das mal ein bisschen besser ins Bewusstsein rücken. Beispiel: zusammengesunkene Schultern oder hektische Übergestik. Beides strahlt nichts Positives aus und darum geht es. Dabei könnt ihr das Ganze in Sekundenschnelle ändern. Hier mein Tipp. Rückt euch im Alltag öfters mal ganz bewusst zurecht, und zwar mit diesen einfachen Schritten. Zuerst erdet euren Körper, indem ihr die Füße auf dem Boden spürt. Das geht im Sitzen, aber auch im Stehen. Dann richtet eure Körpermitte auf und senkt die Schultern ein bisschen nach unten und hinten, aber noch in einer Position, in der ihr euch wohlfühlt. Den Kopf nicht zu tief oder zu hoch, sondern in einer angenehmen Mittelposition und die Gestik der Hände und Arme im Flow mit Sprache und Körper. Manche haben mehr Gestik, andere weniger, und das ist auch völlig in Ordnung, solange es in Harmonie mit Sprache und Körper abläuft. Noch ein Tipp: vermeidet schlecht sitzende Kleidung, in der ihr euch nicht wohlfühlt, denn das hat auch Einfluss auf die Körperhaltung. Und wenn ihr schlecht sitzende oder zu enge Schuhe tragt, dann fördert das einen unsicheren Gang, was auch einer Attraktivität nicht gerade zuträglich ist. Nummer 9. Die Sprache. Hier macht der Ton die Musik. Wir kennen doch alle Menschen, die mit einer sehr hohen, piepsigen, grellen, fast schon hysterischen und hektischen Stimme sprechen. Und das wird schnell als unangenehm wahrgenommen. Allerdings, wenn jemand interessante Inhalte zu verbreiten hat, dann sehen wir schon mal darüber hinweg. Allerdings werden solche grellen Stimmen häufig als belustigend und inkompetent wahrgenommen. Und gerade das sollte ja nicht sein. Deshalb mein Tipp, falls es euch betreffen sollte, schaltet mal so ein, zwei Frequenzen runter und schaut, wie euer Umfeld darauf reagiert. Und um euch da richtig einzupegeln, gibt es natürlich auch professionelle Stimmtrainer, bei denen ihr euch Hilfe holen könnt. Last but not least, Attraktivitätskiller Nummer 10. Lästern. Wie jemand über andere spricht, sagt viel über die eigene Person aus. Das hat natürlich nichts mit realistischer Kritik zu tun, die muss ja manchmal sein. Aber ständiges Lästern über andere lässt einen selber schlecht aussehen und ist ein echter Attraktivitätskiller. Also zusammenfassend, Attraktivität setzt sich aus vielen Faktoren zusammen und hat viele Facetten. Und wir haben es selber in der Hand, mit ganz einfachen Maßnahmen attraktiv zu wirken. Egal, ob wir nun klein, groß, dick, dünn, jung oder alt oder was auch immer sind. Schreibt ihr mir doch mal in die Kommentare, was ihr attraktiv findet und was für euch die totalen Abtörner sind. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe euch.